Hi, ich bin Patrick von Pointer. Ich befinde mich heute im Hamburger Millerntor-Stadion, wo gerade die letzten Vorbereitungen für die 9. Millerntor-Gallery getroffen werden. Vom 4. bis zum 7. Juli treffen hier Kunst, Kultur, Musik und Bildung unter dem Motto Water is a Human Right aufeinander. Veranstalter der Millerntor Gallery ist der Verein Viva Con Agua, der als großes Ziel hat, für alle Menschen weltweit sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Und was es hier alles zu sehen gibt, das schaue ich mir jetzt an. Die Millerntor Gallery gibt es jetzt schon zum 9. Mal. Wie hat sich dieses Großprojekt über die Jahre entwickelt? Ich glaube, aus der Schnapsidee 2011, lass uns doch mal Bilder im Stadion ausstellen, ist mittlerweile auch in nicht nur Hamburg, vielleicht norddeutschen Kulturkalender echt etabliertes Kunst- und Kulturfestival geworden. Wir bespielen fast 60% Fläche im Stadion, haben knapp 100 Künstler integriert, ein sehr gut eingespieltes professionelles Produktionsteam und weiterhin unfassbar großartiges Ehrenamt. Also insofern, wir sind erwachsener geworden, bleiben aber verrückt. Es kommen Künstler und Künstlerinnen, Besucher und Besucherinnen, Aktivisten, Aktivistinnen, Menschen jedes Alters, jedes Geschlechts, ganz egal, alle kommen zusammen und verbringen hier vier ganz tolle Tage und dürfen Kunst bestaunen, Musik hören, Vorträge hören, sich unterhalten, zusammenkommen, Ideen sammeln, Aktionen machen. Genau, das alles für einen guten Zweck. Was gibt es in diesem Jahr Besonderes zu sehen? Besonderes zu sehen gibt es ganz spannende Installationen, die auch zur Interaktion mit dem Publikum anregen. Dann haben wir sehr tolle Kulturslots, die auf den Bühnen zu sehen werden, in dem unter anderem auch Viva Con Agua die einzelnen Projekte nochmal präsentiert und auch mitsamt des Publikums durchführt. Auf der Auktion wird dieses Jahr Gerd Richter ein Werk versteigern, was einfach mega fett ist. Wir können uns auf ein buntes Musikprogramm freuen, was total durchmischt ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Jahr überhaupt der Punkt. Es ist einfach bunt und vielfältig. In diesem Jahr für mich das Besonderste tatsächlich einfach auch der Fokus auf ein Projektgebiet, also in dem Fall Mosambik, weil es zumindest mit mir und ich hoffe auch mit den Künstlern, Supportern und Besuchern eine ganz andere Form der Identifikation ermöglicht. Dann erzähl doch mal ein bisschen was über dieses Projekt. In diesem Jahr haben wir uns dafür entschieden, dass die Erlöse aus dem Kunstverkauf gezielt in das Projekt Orata gehen. Das ist ein Projekt, was vor allem Viva Con Agua Schweiz seit 2010 begleitet, im Norden von Mosambik, dort in zwei Regionen. Und dort wurden in den letzten Jahren schon diverse Brunnen gebaut, 40.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt. Über 90% der Menschen dort haben mittlerweile Latrinen zur Verfügung, können also auch ihre Notdurft so verrichten, dass das Wasser nicht kontaminiert wird. Also all das sind Nebeneffekte davon. Für uns ein sehr, sehr wichtiges Projekt, weil der Norden des Landes wirklich extreme Herausforderungen hat, was die Trinkwasserversorgung und Hygiene angeht. Welche Erwartungen hast du ganz persönlich in diesem Jahr an diese Veranstaltung? Ich wünsche mir einfach, dass ganz viele Menschen aus verschiedenen Ecken zusammenkommen und sich unterhalten und ein Dialog entsteht zwischen Menschen, die sich vielleicht auf der Straße nicht unbedingt begegnen würden. Und das ist die Gallery, glaube ich, das macht sie aus, weil es ist Kunst, es ist Galerie, aber es ist kein Etepetete, sondern es ist Street Art und jeder, der vielleicht auch nichts mit Kunst zu tun hat, kann hierher kommen. Und hat Spaß. Wir hoffen, dass es vor allem wieder freudvoll und aktivistisch zur Sache geht. Also, dass die Besucher hier nicht nur reingehen und feiern und Spaß haben, das sollen sie und das ist auch immer das Ziel der Veranstaltung, aber auch ein Stück weit was mit rausnehmen. Also gerne natürlich Kunst, weil damit unterstützen sie die Projekte. Und wenn nicht nur das, dann vielleicht einfach auch so ein bisschen die Sensibilität für das Thema Trinkwasser, Hygiene, also alles, was wir im Begriff Wash zusammenfassen. Und das eigene Verhalten, die eigene Demut gegenüber der Ressource Wasser vielleicht nochmal neu denken, wenn sie nach Hause gehen. Und das im besten Fall eben nicht traurig, schockiert oder am Boden zerstört, sondern sehr aktiviert, motiviert und mit dem Impuls, was Gutes zu machen. Würdet ihr euer Kunstwerk in wenigen Worten beschreiben? Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Mhm. Wir haben gerade einen Work-in-Progress-Titel. Vielleicht bleibt der es auch. Mal gucken, müssen wir nochmal diskutieren. Ja.
Und zwar die Schlacht um das letzte Glas Wasser. Es geht darum, also vielleicht sieht man das auch ein bisschen, ist angelehnt an die Französische Revolution, die Marianne, die die Flagge hält. Und wir haben uns das ein bisschen, halt nur als Inspiration, uns daran so ein bisschen orientiert. Und genau, wir glauben einfach, dass Wasser so eine Ressource ist, die vielleicht mal in der Zukunft so wie Gold gehandelt, also ist super, ja, eine Rarität. In Ländern auch schon so. Ist es ja, ja auch. Ne? Also ja. Für uns ist es selbstverständlich, ja, für andere ist es irgendwie nicht so. Und deshalb wollten wir einfach so einen Ressourcenkampf irgendwie darstellen. Wie würdest du dein Kunstwerk in wenigen Worten beschreiben? Angelehnt an den Butterfly-Effekt, dass kleine Aktionen, auch wenn sie noch so minderwertig scheinen oder sinnlos scheinen, im Großen und Ganzen dann sehr, sehr Großes bewegen können. Obwohl wir vielleicht alle, wenn wir nur unsere kleinen Taten jeden Tag verändern und Wasser sparen oder nett zueinander sind, dass wir denken, dass wir nicht viel bewegen können, aber dann als Riesengruppe zusammen können wir Unglaubliches in der Welt verändern. Was ist das Besondere für euch an der Millantor Gallery? Häufig finden ja solche Ausstellungen irgendwie in klassisch Galerien und so statt. Ich finde es toll, dass es an so einem Ort wie einem Stadion irgendwie, an so einem besonderen Ort irgendwie stattfindet, ja. Und es ist unheimlich familiär, also man wird hier sehr freundlich empfangen und das Team ist ja auch, viele sind davon ehrenamtlich hier und es ist unglaublich herzlich hier. Dass hier so unglaublich viele verschiedene Menschen zusammenkommen von überall auf der Welt und aus allen möglichen Berufsfeldern und die sich gegenseitig inspirieren und alle so viel Motivation füreinander übrig haben und jeder hat wirklich einfach richtig Bock, das auf die Beine zu stellen und das merkt man ganz, ganz doll, das motiviert unheimlich. Welche Message habt ihr an die Besucher und an alle Menschen da draußen? Ja, die Message könnte jetzt einfach dieser Titel der ganzen Sache sein, What is a Human Right? Also ich finde es schon schön, achtsam zu sein, ein Bewusstsein zu haben, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Passt aufeinander auf, investiert in die Kunst, vor allem bei der Millantor Galerie, weil da kann es wirklich dann Leben retten. Und habt Spaß und seid miteinander.